Hallo zusammen. In diesem Video werde ich wieder eine Zuschauerfrage beantworten. Und zwar wurde ich gefragt, ob man den Mathe-LK wählen sollte oder nicht. Ich war im Mathe-LK und als ich mich entscheiden musste, hatte ich die Befürchtung, dass die Inhalte im Leistungskurs schwieriger und komplizierter werden. Aus diesem Grund war ich etwas unsicher, aber ich habe einige Gründe gefunden, trotzdem den Mathe-LK zu wählen. Die zwei wichtigsten Gründe werde ich dir jetzt nennen. Und am Ende werde ich noch etwas über die Schwierigkeit des Mathe-LKs erzählen. Wenn du den Leistungskurs wählen solltest, dann hast du mehr Unterrichtsstunden als im Grundkurs. Ich hatte 5 Stunden in der Woche Matheunterricht, weil ich im LK war, und im Englisch-Grundkurs hatte ich zum Beispiel nur 3 Stunden. Das heißt, wenn du Mathe nicht magst, dann wird es für dich wahrscheinlich schwierig sein, die 5 Stunden in der Woche durchzuhalten. Aber wenn dir bis jetzt der Matheunterricht sehr viel Spaß gemacht hat, dann sind diese 5 Stunden in der Woche gut machbar. Deswegen habe ich den Mathe-LK gewählt, weil mir Mathe schon seit der Grundschule Spaß macht und ich deswegen gerne 5 Stunden in der Woche hatte. Da wir im Mathe-LK mehr Zeit haben als im Grundkurs, haben wir oft Partner- oder Gruppenarbeit gemacht, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Mathe ist meiner Meinung nach ein tolles Teamwork-Fach. Außerdem wusste ich damals, dass ich in Zukunft gerne einen Studiengang wählen will, der viel mit Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und/oder Naturwissenschaften zu tun hat. Und die Entscheidung, Mathe-LK zu wählen, bereue ich jetzt nicht, weil ich jetzt Mathe und Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Wirtschaft auf Lehramt studiere. Wenn du also schon etwas über deine Berufswahl bzw. deine Studienwahl weißt, dann schaue auf jeden Fall nach, wie viel Mathematik du dort benötigst und wie stark das Mathematikniveau ist. Ich kenne Leute, die Maschinenbau, Wirtschaftsinformatik und Chemie studieren und sie haben ebenfalls Mathematikvorlesungen, die viel mehr Inhalte behandeln, als im Mathe-LK behandelt werden. Teilweise lernen sie die Themen, die ich im Mathestudium lerne. Aber es gibt auch Themen, die in diesen Studiengängen auftauchen, die du vorher im Mathe-LK vertieft lernen würdest. Du kannst deine Chance nutzen, um mehr Übung zu erhalten, da du mehr Mathestunden hättest als im Grundkurs und du würdest auch thematisch mehr lernen. Zum Beispiel hatte ich im LK die Quotientenregel für Ableitungen, aber im Grundkurs war diese Ableitungsregel nicht Pflicht. Dennoch kommen diese Themen in naturwissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen vor. Aber keine Sorge, ich kenne auch einige Leute, die Mathe erfolgreich studieren, obwohl sie im Mathe-Grundkurs waren. Dennoch ist der Mathe-LK eine sehr gute Vorbereitung für das Studium oder für die Ausbildung, wenn dort Mathe eine hohe Bedeutung hat. Als ich vor der Entscheidung stand, wollte ich Mathe-LK wählen, weil ich das Schulfach mochte. Aber ich hatte auch die Befürchtung, dass das Niveau stark ansteigen wird. Und ja, es stimmt. Das Niveau steigt an, aber es ist dennoch machbar. Auch wenn du kein Mathe-Genie bist, du kannst gut im Mathe-LK mitkommen, wenn du genug Interesse am Schulfach hast. Die Klausuren fand ich schwieriger als in der Einführungsphase und meine Noten haben sich auch etwas verschlechtert, aber mit genügend Übung und Motivation kommt man da trotzdem gut durch. Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Entscheidung und in der Oberstufe. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und falls du Fragen hast, kannst du die auch gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich auch dazu ein Video machen.